Hallo und herzlich willkommen zum W20 Show Online Tool Proficiency Video, dem allerersten dieser Art. Wir haben ein neues Format, ja. Und Bosse, worum handelt es sich bei diesem Format? Erzähl doch mal. Bei diesem Format geht es darum, dass wir euch in die Welt der digitalen Tools einführen, die euch dabei helfen, Dungeons & Dragons zu spielen. Sei es persönlich an eurem Tisch oder auch vielleicht Online-Tool-Proficiencies. Wer weiß, wenn wir jetzt sehr gut ankommen mit dieser neuen Runde, dann kommt es vielleicht danach noch zu den Tool-Proficiencies. Mal sehen, wie das so ist. Da stellen wir dann vor, was Würfel machen. Ja, vielleicht. Klingt Würfel. Es soll ja Leute geben, die nach wie vor nicht wissen, was ein W20 ist und was ein W6. Ja. Um das Ganze nicht ausarten zu lassen, haben wir aber gerade schon gezeigt, in welchem Format das Ganze stattfinden wird. Wir wollen nämlich das Ganze ein bisschen dialogisch machen, damit Bosse nicht alleine da sitzt und Sachen erklärt, bin ich noch dabei und stelle blöde Fragen. Also im Zweifel eure blöden Fragen, die ihr euch denkt und ich spreche sie aus. Und dann erklärt Bosse, wie das geht. Und in anderen Fällen Tahina vielleicht auch mal oder Dominik oder Ginny oder Jack, wer weiß. Je nachdem, wie die Termine so liegen. Ja, okay, also wahrscheinlich weiterhin Bosse und Tahina. Worauf wir jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollten, ist das Thema des heutigen Videos, nämlich Roll20 als ein Programm, mit dem ihr wunderbar online mit euren Freunden D&D spielen könnt. Und wir haben zwei tatsächlich dazu. Das eine ist sozusagen, worum geht es überhaupt und wie funktioniert das und wie funktioniert das als DM? Und das andere ist, wie funktioniert das eigentlich als Spieler oder Spielerin? Was kann man da so machen? Wurde uns ja auch von Fans vorgeschlagen, das wird es mal selber. Ja. Bosse, was ist denn Roll20 eigentlich? Roll20 ist ein Online-Service, mit dem man gemeinsam Pen-and-Paper-Spiele spielen kann. Roll20 verfügt über eine digitale, geteilte Battlefield-Ansicht. Man kann Character-Sheets da drin speichern, man kann in Roll20 würfeln, man kann über Roll20 in der Community neue Spiele finden, neue Freunde finden vielleicht sogar. Und seine Kampagnen organisieren und solche Sachen. Im Detail kommen wir da wahrscheinlich gleich genauer drauf zu sprechen. Jo. Vielleicht als allererstes, wir sind nicht gesponsert oder so. Roll20 ist tatsächlich das Programm, was wir von der Show für unsere Online-Spiele aktuell nutzen. Wenn Roll20 das hier sieht, ihr könnt euch gerne mal anschreiben. Dann machen wir auch noch ein Video oder noch eins, weil ist ein geiler Service. Ja. Aber damit zusammenhängt vielleicht als allererstes auch die Frage, was kostet das denn überhaupt für die Leute? Also Roll20 kann man vollständig kostenlos nutzen, aber man kann auch verschiedene Abos abschließen. Es gibt Abos, wenn man hier auf Subscribe geht, dann findet man die verschiedenen Abos, die es gibt, nämlich einmal das kostenlose und dann einmal $60 pro Jahr beziehungsweise $5 im Monat oder eben $110 pro Jahr oder knapp $10 im Monat. Also ja, etwas günstiger, wenn man das jährliche Abo nimmt. Wie aber bei allen ja Abos. Immer so, ja, aber es ist halt ein Abo. Langfristig findet. Aber es ist halt ein Abo-Modell. Nicht so wie Soundtail, wo man einmal zahlt, sondern es ist tatsächlich, genau, wenn man sich für die nicht kostenlose Version entscheidet, muss man monatlich zahlen. Ganz genau. Was man aber bekommt, ist einmal mit der kostenlosen Basis eben einen begrenzten Upload-Raum für zum Beispiel Musikdateien oder Karten oder Tokens, die man selber mit in Roll20 verwenden möchte. Außerdem hat man eine begrenzte Anzahl von Spielen bzw. SpielerInnen, mit denen man sein gekauftes Kompendium, es gibt nämlich auch noch einen Marketplace, also einen Marktplatz, einen Shop bei Roll20, in dem man sich verschiedene Sachen, wie zum Beispiel die Regelwerke oder die Monster-Stats von verschiedenen Spielsystemen und Abenteuern runterladen kann, beziehungsweise nicht runterladen, sondern in Roll20 reinladen. Das ist eben, das Teilen davon ist eben eingeschränkt und man kann irgendwie nur maximal 2 Listen für das Suchen nach Gruppen anlegen gleichzeitig, wovon ich wirklich ganz wenig Ahnung habe, weil ich bei Roll20 bisher noch nicht viel nach Gruppen gesucht habe, aber an alle, die... Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr da Erfahrung mitgemacht habt, würde ich sagen. Genau. Was jetzt aber bisher so mein Eindruck ist, ist, dass die kostenlose Basis als Spielender vollkommen reicht.
Was benutzen wir für die Show? Ich weiß es gar nicht. Für die Show haben wir das Plus-Abo. Aber wir haben ganz lange noch kostenlos gespielt. Wir haben sehr lange kostenlos gespielt. Irgendwann habe ich aber festgestellt, ich habe zu viel Musik, zu viel verschiedene Musik, die ich reinladen möchte in unsere Online-Spiele. Und deswegen brauche ich diese 3 GB Upload-Storage, die man dadurch kriegt. Okay. Inzwischen ist das schon wieder anders, weil wir inzwischen ja Soundtail benutzen. Also ja. Aber ich glaube, inzwischen habe ich so viele Maps und so Riesen-Maps auch und eigene Tokens gemacht und so weiter, dass die 3 GB auf jeden Fall nach wie vor sehr sinnvoll benutzt sind. Außerdem kriegt man mehr Companion-Sharing, man kriegt mehr Listen für die Gruppensuche. Und die, was sehr cool ist, ist, dass das Dynamic Lighting aktiviert wird dadurch. Was bei uns ganz hervorragend funktioniert. Was bei uns bisher ganz hervorragend. Aber da war es ja auch noch nur Beta-Version, als das, als wir das gestartet haben. Okay. So. Also. Aber kurz zusammengefasst, im Prinzip ist es ein Programm, was man auch schon mit der kostenlosen Version sehr gut nutzen kann. Es gibt, wenn man sich dann so verkünsteln will, so ein paar Zusatzsachen, die ganz geil sind, aber die man nicht unbedingt braucht. Genau, also was für alle Einsteigerinnen und Einsteiger wichtig ist, dass zum Spielen erstmal kostenlose Basis ist super. Wenn man viel Musik als DM nutzen möchte oder viele Dateien reinladen möchte, lohnt sich das Plus-Abo schon. Ich habe bisher das Pro-Abo noch nicht richtig ausprobiert. Aber ich glaube, da verkünstelt man sich sehr mit Kleinigkeiten, die zum Grundspiel eigentlich nicht notwendig sind. Was man vielleicht dazu noch sagen müsste, dass man ja auch differenzieren kann zwischen den Spielenden und der Spielleitung. Also wir als Spielende haben natürlich einfach alle das kostenlose Basis-Abo und benutzen quasi dann über Bosses Abo das Ganze mit. Also ganz genau. Also ist eigentlich quasi wie bei Soundtail, nur einer muss zahlen und dann hat die ganze Gruppe was davon. Cool. So, gehen wir mal zurück. Das ist der Kostenpunkt. Vielleicht noch ganz allgemein zu Roll20. Hast du dazu noch was zu sagen, bevor wir ganz konkret da reingehen, wie das überhaupt geht, dass man sich anmeldet und so? Du hast jetzt schon gesagt, Pen-and-Paper-Rollenspiele, also ist auch offen für Nicht-D&D. Ja, es gibt im Marktplatz und so weiter gibt es ganz, ganz viele verschiedene Rollenspiele. Wir sehen es gerade hier an der Seite schon tatsächlich. Hier steht schon was vom Power Rangers Roleplay Game oder... ja, das war das Erste, aber ja. Ja. Aber wir sehen hier schon ein Beispiel für ein anderes Roleplay-Game als Dungeons & Dragons. Genau. Die soll es ja geben. Das wolltest du damit sagen. Das wollte ich damit sagen. Cool. Genau. Die auch unterstützt, also die auch über Roll20 gespielt werden können und Unterstützung finden dabei. Ja, es geht immer ganz schön viel mit dem Programm. Auch wir benutzen nicht alle Funktionen, bei weitem nicht. Aber es ist eben ein ganz hilfreiches Tool. Womit wir jetzt auch dann anfangen wollen, wenn ihr das für eure Spielrunden nutzen mögt, wie funktioniert eigentlich die Registrierung? Womit fängt man an, wenn man Roll20 nutzen möchte? Also man kann sich wie bei jeder anderen Online-Plattform eigentlich mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort registrieren. Dann bestätigt man das, da kriegt man eine Bestätigungs-Mail und klickt da auf den Bestätigungslink und dann bekommt man schon seinen Raum, wie das hier eigentlich dargestellt ist, wo eben die eigenen Spiele aufgeführt werden, wo man neue Spiele erstellen kann oder wo man eben eine Gruppe suchen kann. Das ist super easy und super schnell gemacht und es gibt eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Zeig doch mal, wo man das macht. Da müsste ich mich eigentlich für abmelden, aber hier oben haben wir unseren Kontobereich. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf, weil ich nicht genau weiß, welche sensiblen Daten dann angezeigt werden. Aber wenn ich auf Abmelden gehen würde, dann würde man einfach... Mach doch. Dann... Was denn? Nichts, alles gut. Ich dachte, du kannst einfach schnell einen Inkognito-Tab aufmachen und dich rein... Nö. Ach, auf dem Bildschirm sieht man ja dann eh nicht, was ich in das Passwort eingebe wahrscheinlich. Und wenn doch, dann schneide ich es weg. Also, das ist der Login. Ja, ich weiß. Och, einmal reinklicken. Dann geht man hier eben auf neues Konto erstellen. Man gibt seinen Namen an, man gibt sein Passwort an und kann dann noch anwählen, ob man den Roll20 Newsletter erhalten möchte. Was ganz praktisch ist für das, was an digitalen Spielsystem und Companion weiter rauskommt dafür, aber auch nicht unbedingt. Oder man lässt es, weil man sich angewöhnt hat, alle Newsletter abzumelden, damit man nicht so viel Scheiß im E-Mail-Postfach und im Spam-Ordner hat. Aber auch das, das ist meine Version, Bosses Version ist, ich abonniere alles, was geht. Das stimmt ja überhaupt gar nicht.
Da wir schon beim Abo sind, lasst uns doch ein Abo da beim YouTube-Kanal. Wir stellen immer wieder fest, dass wir viel zu wenig Werbung dafür machen, dass ihr uns abonniert und kommentiert. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns da ganz drüber. Genau, vor allem für alle Leute, die jetzt quasi dieses Video über dieses Video auf uns aufmerksam werden. Denn wir haben viele, viele coole Spielrunden und viele andere Tutorials, und die sich lohnen anzuschauen. Ja, und hoffentlich gibt es auch dann demnächst neue Online-Tool-Proficiencies, wenn das hier nicht total scheiße wird und ihr sagt, oh Gott, wollen wir nicht mehr sehen. Möglich ist es. Ja. Ich melde uns mal wieder an. Ja, mach das mal. So, wir sind wieder da. Wieder angemeldet. Wieder angemeldet. Mhm. Und jetzt sieht man hier schon unsere drei Kampagnen, die ich quasi aufgemacht habe. Das ist übrigens nicht das, mit dem ich DM'e für die 420 Show, sondern das ist ein anderes Konto. Dem Klar. Ich DM'e, gibt es ein paar mehr Kampagnen. Vielleicht sollte man noch ganz allgemein sagen, dieses Tutorial zu Roll20 ist jetzt über die allgemeinen Sachen. Genau. Und über die Spieler. Funktion. Genau, die spielenden Sicht und die DM-Sicht kommt dann nochmal in einem gesonderten. Das ist nämlich etwas umfangreicher, was man als DM da so alles machen kann. Ja. Aber wir fangen mal dann an, wenn man sich dann angemeldet hat, mit der Frage, wie finde ich eine Spielrunde oder wähle ein Spielsystem aus als spielende Person? Als spielende Person, jawohl. Wir gehen, können einfach hier auf Finde eine Gruppe gehen und dann kann man hier in diese Spiele, also dann kommt man auf diesen neuen Bildschirm, kann eben hier ein Spielsystem auswählen und ihr seht schon, das sind coole dabei. Es gibt mehr als D&D. Es gibt eben auch die alten Versionen von D&D, das Schwarze Auge natürlich, Dungeon Slayers, ich lese es einfach mal vor. Fate, Fallout. Wir sollten uns vielleicht auch mal noch in anderen Systemen ein bisschen umschauen. Ja, lass doch mal einen Kommentar da, wenn wir das machen sollen. Naja, jedenfalls kann man das da auswählen. Genau, da kann man einen. Okay. Und weil wir die W20-Show sind, klicke ich jetzt einfach mal die in die 5i an. So, wir sortieren nach entweder Relevanz oder geht bald los. Und wir können ein Schlüsselwort eingeben, was ein DM, der ein Spiel erstellt hat und für die Suche quasi eröffnet hat, da eventuell mit reingestellt hat. Zum Beispiel High Fantasy oder zum Beispiel Magie oder Böse. Böse. Wie hier steht. Wie hier steht. Böse abends ist ja auch schon als Beispiel. So. Wir können extra anwählen, ob man Neulinge willkommen heißt. Wir können anwählen, ob das Spiel Inhalt für Erwachsene hat. Und wir können nur Spiele finden, die freies spielen. Der Satz ist nicht vollständig und ich weiß es auch nicht. Weiß gar nicht, was es heißt. Ich weiß es auch nicht. Freies Spielen ermöglichen, wahrscheinlich. Might be. Vielleicht ist das, dass man sich nicht komplett verpflichtet dafür. Wenn ihr wisst, worum es sich dabei handelt, schreibt uns auch das in die Kommentare. Wir lernen gerne dazu. Ja. Außerdem kann man hier an der Seite schon die Spiele anschauen, die demnächst anfangen. Yes. So. Und tatsächlich auch was kosten. Ich wusste gar nicht, dass man bei Roll20 inzwischen auch einstellen kann, dass man dafür bezahlt werden will. Ich dachte, das müsste man über einen anderen Service machen, aber es sieht ja so aus, als könnte man das hier rüber machen. Die sind ja auch laufend dabei, sich zu aktualisieren. Ja, genau. Ja. Und wir benutzen es halt jetzt eigentlich sehr passiv für das, was wir für die Show brauchen. Mhm. Also einfach nur unsere Bubble von Online-Tools, die wir dafür brauchen. Also wir erfahren gerade nochmal sehr viel mehr über das System. Klassiker. Okay. Genau. Also so eine Spielrunde und Spielsystem, das findet man darüber. Wenn ich jetzt schon eine Spielrunde oder ein Spiel habe, wie funktioniert das dann? Dann gehen wir mal zurück auf unseren Homebildschirm und haben ja hier schon drei Spiele offen. Jo. Und du denkst gerade drüber nach, welches am wenigsten spoilert. Nein, ich habe mich schon vorbereitet und habe natürlich eins so hergerichtet, dass da nur eine alte Map zu sehen ist, die alle schon kennen sollten, theoretisch. Danke. Ja, was man
Was man sieht, ist, dass man hier eine Übersicht über alle Kampagnen oder Spiele hat, in denen man drin ist. Und man kann einfach hier dann auf das gewünschte Spiel, ich nehme jetzt mal Araya, auf das gewünschte Spiel klicken und das starten. Wie man ein Spiel erstellt, erzählen wir euch dann im DM-Tutorial. Ja. Genau. So, wir gehen aufs Spiel starten. Und dann seht ihr schon, wir sind in einem völlig neuen Bildschirm. Sehr interessant. Mhm. Und sehen eine Map. Oh, hübsch. Die kenne ich gar nicht. Ich weiß. Ja, wir sehen eine Map. Wir sehen hier eine Chat-Leiste mit verschiedenen Reitern oben. Und was? Bei mir ist noch dieses, dieses eine Ding im Chat von Larry drin. Ja, warum liegt ein Mond auf der Map? Wir haben uns dann dagegen entschieden, den Chat zu benutzen, weil wir es eben aufzeichnen und man das sehen würde. Deswegen war das das eine, was da mal reingeschrieben wurde. Nicht unbedingt. Man kann nämlich den Chat auch einfach zack. Ha! Entfernen. Okay. Auch. Haben wir das schon mal gelernt? Ja. Du hattest damals gesagt, wir sollten das lassen, aber wahrscheinlich wolltest du einfach nicht zugespammt werden. Ich wollte einfach nicht, dass ihr die ganze Zeit in den Chat schreibt und ich zugespammt werde mit irgendeinem Kram. Er hat gelogen! Also überprüft, was euer DM euch sagt. Ja. Genau. Das nächste, worum es geht, sind nicht nur die Sachen, die man da rechts bei diesen Einstellungen machen kann und den Chat, sondern vor allem die Funktion in der Battlemap-Übersicht. Also was kann man wie bewegen, machen. Da bin ich jetzt auch wirklich interessiert, weil ist ja nicht so. Du weißt das gar nicht. Ich weiß das alles gar nicht und beziehungsweise ich habe es irgendwann mir mal anhören müssen und dann vergessen, weil ich immer alles vergesse ganz schnell. Also Bosse, zeig doch mal mir und den Zuschauern, wie das denn so geht und vielleicht gucken dann auch die anderen W20-Show-Mitglieder hier mal rein. Alles klar. Also, man kann in der Einstellung einstellen, ob man wie die Mausradsteuerung sein soll. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Bei mir ist die Mausradsteuerung jetzt, dass man hoch und runter scrollt. Aber man kann das Mausrad zum Beispiel auch zum Rein- und Rauszoomen verwenden. Das habe ich jetzt auf Steuerung und dann Mausrad benutzen. Da kann man in die Karte reinzoomen oder rauszoomen. Praktisch. Finde ich auch. Das, so. Deshalb kriege ich auch noch gerade so hin. Gut, ich dachte, ich fange mal ganz vorne an. Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann gibt es hier auch noch diesen schönen Regler, wo ihr das machen könnt. Und natürlich die Regler an der Seite, mit denen ihr das verschieben könnt. Ich fange mal mit den ganz Basic-Sachen an, ne? Jo. So. Jetzt haben wir hier links um eine Leiste mit verschiedenen Dingen, die wir machen können. Das Wichtigste ist hier unten Hilfe und Anleitung. Wenn das, was wir euch hier erzählen, nicht weiterhilft, dann sucht euch einfach dieses Fenster und lest es nochmal nach. Ansonsten gibt es hier, falls es etwas zu würfeln gibt, was ihr nicht direkt in eurem Character Sheet habt, gibt es hier nochmal die Möglichkeit zu würfeln. Da könnt ihr einfach auswählen, was für einen Würfel ihr werfen wollt. Und die 100, und die 20 und so weiter. Auf jeden Fall könnt ihr hier verschiedene Sachen einstellen. Nämlich zum Beispiel könnt ihr auch sagen, ich möchte gerne mehrere Würfel auf einmal würfeln. Nämlich entweder klickt ihr hier einfach auf den einzelnen Würfel oder ihr klickt hier auf 2, 3, 4. 4d8. Zack. Wieso die so pink sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kann man es auch irgendwo einstellen. Die Würfelfarben kann man sich bestimmt auch irgendwo nochmal verändern. Ah, ist gut gewürfelt. Erweiterte Würfelfunktion. Ja, ordentlich Damage. Erweiterte Würfelfunktion. Man kann die explodieren lassen. Exploding. Wo steht das? Bei Optional Additional Settings. Exploding. None oder Separate. Ich glaube, das ist nur... Exploding Dice heißt ja, wenn du eine 6 würfelst, dass du dann noch einen zusätzlich würfelst, zum Beispiel auf einem D6. Okay. Und sowas. Und dann macht er das wahrscheinlich für dich automatisch, dass er, wenn du eine 6 würfelst, dass er dann automatisch einen mehr würfelt. Oder so. Genau. Zack, zack, zack. Ach, man kann auch die letzten Würfel hier rerollen, das ist ja auch spannend. Gut. Egal. Wir haben hier die Würfel. Genau, alle Würfelfunktionen. Was ist da drüber? Da drüber ist das Messwerkzeug. Ihr könnt euch einstellen, ob der in der Mitte eines Feldes oder in der Ecke eines Feldes sich ansetzt. Oder gar nicht. Was ich nicht ganz verstehe, aber egal.
Und wir sagen mal in der Mitte eines Feldes. Und damit könnt ihr auf dieser Battlemap Entfernungen messen. Nämlich zum Beispiel möchte ich wissen, ich würde gerne diese Würfel entfernen. Rechtsklick, dann könnt ihr die Würfel entfernen. Das Messwerkzeug. Die Würfel sind weg. Die Würfel sind weg. Da, sag mir doch mal, wie weit Antavio von Larry entfernt ist. Dann setzen wir mal hier bei Larry an. Zack, und ziehen es bis zu Antavio. 25 Fuß. Was nicht ganz stimmt, wenn man ganz ehrlich ist, weil der diagonal ein Feld genauso weit misst wie vertikal oder horizontal. Hängt immer davon ab, wie man quasi sich darauf geeinigt hat mit seiner Spielleitung. Ganz genau. Ja. Normalerweise braucht man ja in der Diagonal etwas mehr als als vertikal oder horizontal. Dadurch, ja, ich glaube, eigentlich sind es mehr als 25 Fuß, aber es sind eben 5 Felder. So, und jedes Feld sind ja 5 Fuß. So. Aber so können wir eben Entfernungen messen, zum Beispiel, ob ein Gegner in unserer Reichweite ist, ob wir einen bestimmten Punkt mit unseren 30 Fuß oder 25 Fuß Movement erreichen können oder was auch immer mit unserer Range interessant ist. Da könnte man entweder hier in der Mitte abknicken oder man kann sich hier eine Ecke aussuchen, an der man abknickt. Ich finde das mit der Ecke praktischer, aber... Ja, dann geht er auch automatisch bis zur nächsten Ecke. Kein Abknicken ist einfach nur, dass du wirklich den Punkt nimmst, an dem du zu dem du klickst. So. Und man kann einstellen, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt will, dass die anderen Leute wissen, was man da ausmisst oder wie weit man weg ist, kann man auch einstellen, dass man nur selber sieht, was man da ausmisst und nicht die anderen Spielenden, beziehungsweise der DM. So. Hier gibt es mit der Lupe nochmal eine Möglichkeit, wie man rein- oder rauszoomen kann. Einfach ganz schnell, zack. Aber ich denke mal, da sind sowieso die meisten Leute das Mausrad für und machen das so flüssig, wie es geht. Und dann gibt es noch ein interessantes Pinsel-Werkzeug, den Pinsel! Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Spell-Effekt machen wollt, der, ich weiß jetzt auch nicht, einen 20-Fuß-Radius-Kreis benötigt. Das soll manchmal vorkommen. Das soll ja mal vorkommen, dass man das macht. Dann, bitte so, dass Antavio mit drin ist. Ich guck mal. Dann ziehe ich einfach hier diese Kreisform, die ich vorher ausgewählt habe und ziehe die ungefähr so auf 20x20 Fuß. Also 20 Fuß Radius und habe jetzt hier diesen Kreis. So, wenn ich jetzt sagen will, das ist nicht ganz der Bereich, den ich haben will, dann gehe ich hier oben auf den Pfeil, auswählen, verschieben und kann jetzt diesen Kreis einfach nehmen und dann so ziehen. Praktisch. So, dass ich möglichst viel Damage machen kann. Nee, so, dass James nicht mit drin ist im Antavio. Also Antavio schon, aber James nicht. Genau. Okay, aber wir wollen ja auch nicht Bob mit drin haben. Machen wir einfach so. Nee, ja, genau. Nur Antavio. Ja, ist okay. Ja, super. Grüße gehen raus an Dominik an dieser Stelle. Eindeutig. Die Farben könnt ihr hier oben übrigens einfach ändern. Wenn ihr zum Beispiel die Rot, ich finde Rot passend. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Ja, passt doch. Genau. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt einen Kreis braucht, sondern eine andere Form, dann könnt ihr auch hier ein Rechteck benutzen. Wenn ihr dann fließend wechseln wollt, dann drückt ihr einfach die Alt-Taste und ihr könnt zwischen Kreis und Rechteck hin und her würfeln. Und ihr könnt das tatsächlich auch mit Hilfe der Umschalttaste am Raster ausrichten. So. Das heißt, zack. Ha. Zum Beispiel für Fairy Fire. Ja, wollte gerade sagen, Area Effects. Genau, das ist für Area Effects, fürs Ausmessen sehr praktisch. Insbesondere könnt ihr das während ihr nicht dran seid, schon mal vormachen für den zukünftigen Zug, in dem ihr dann drankommt, damit die anderen Leute nicht darauf warten müssen, dass ihr was ausmisst. Ich verstehe gar nicht, warum Boss das jetzt sagt. Ich sage das ganz bewusst einfach nur aus bestimmten Gründen. Okay. So. Wenn ihr das ausgewählt habt, dann könnt ihr das einfach mit der Entfernen-Taste zack, wieder löschen. Und der DM oder die DM hat auch eine Funktion, die einfach nur heißt, alle Zeichnungen löschen. Ist manchmal aber ganz praktisch, wenn Leute einfach rumkritzeln. Genau, das kommt nämlich noch dazu, dass man eben nicht nur eine Form machen kann, sondern man kann auch Freihand machen.
Hier zum Beispiel kann man mit einem X den Schatz markieren. Zum Beispiel, ja, hier, wo es gegraben wurde wahrscheinlich. So. Ich mach mal eine andere Farbe an, weil die Farbe sieht man wirklich echt schlecht auf diesem Untergrund. So, das ist besser. Also, Mauszeiger gedrückt halten und ihr könnt einfach was zeichnen und dann im Nachhinein, toll, die Funktion hat jetzt Ria gezeigt, einfach alles wieder entfernen. Zack, kein Problem. Gibt's auch eine Schmetterlingsform? Nur wenn du sie selber machst. Okay. Und wenn du den Stift absetzt, zwischendurch, dann hat er nur die eine gezeichnete Form. Das heißt, du musst den Schmetterling zeichnen, ohne den Stift abzusetzen, dann kannst du ihn als eine Form verwenden. Okay. Und was mache ich mit Text? Du kannst auch einfach Sachen mit Text beschreiben. So, wir nehmen jetzt mal nicht schwarz, sondern wir nehmen mal weiß als Farbe. Und ach ja, alles gut. Zum Beispiel klicken wir hier hin, schreiben dann ab. Praktisch. Und dann kannst du Sachen markieren. Das ist. Oder du kannst zum Beispiel auch auf Freunden Statuseffekte markieren oder sowas in die Richtung. Sehen das jetzt alle oder sehe nur ich das? Das sehen alle. Kann ich das irgendwie ändern, dass das nur ich sehe? Zum Beispiel Antavio irgendwelche komischen Namen geben oder so? Nein, das muss tatsächlich bei allen bleiben. Schade. Zumindest wenn du es als Spielerin machst. Okay. So, zack, machen wir auch mal wieder weg. So. Und Polygonlinie ist eben, man zieht eine Linie und immer wenn man klickt, kommt eine neue Ecke dazu. Auch logisch. Cool. Als nächstes auf meiner Liste steht Token bewegen und Token Übersicht. Jawohl. Das ist mit eigentlich, finde ich, das Coolste an dem ganzen Ding. Weil man ja eben seinen Token hier hat. Achso. Ja, weil man ja eben seinen Token hier hat. Ja. Und mit dem ganz, ganz viele Dinge machen kann. Auf diesem Token ganz viele Sachen markieren und deutlich machen kann. Ja, zeig doch und mal. Diesen Token eben auch bewegen kann. Wenn ich meinen Token ausgewählt habe, klicke. Mit welchem Mauszeiger klickst du da jetzt drauf? Mit links, ganz normal. Dann seht ihr, dass hier oben drüber drei so Blasen erscheinen und unten drunter zwei so kleine Symbole. So. Mit denen wollen wir uns aber jetzt noch nicht beschäftigen, sondern erstmal mit der Charakterbewegung an sich. Entweder könnt ihr euren Charakter bewegen, indem ihr einfach den Mauszeiger gedrückt haltet. Immer noch mit links. Immer noch mit links. Und ihn dann einfach an eine andere Stelle setzt. Einfach irgendwo anders hinklicken, entwählt euren Charakter wieder und dann steht er da rum. Alternativ könnt ihr den Charakter auch anwählen und dann mit den Pfeiltasten eurer Tastatur nice. Den übers Spielfeld hüpfen lassen. Das ist ja praktisch. Das hast du auch nicht gewusst. Nee, das habe ich auch nicht gewusst. Auch das funktioniert. So viel erstmal zur Bewegung. Mhm. Also wenn ihr vorher quasi mit dem Maßband eure Bewegungsreichweite ausgewählt habt, dann könnt ihr euren Charakter da quasi selbstständig hinziehen. Wenn ihr das selber macht, dann muss euer DM das nicht alles machen. Denn für den wird das auch anstrengend, wenn er die Monster und Gegner und Effekte im Auge behalten muss und dann auch noch zusätzlich eure Spieler-Tokens irgendwo hinsetzen muss. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, ja. Wir hatten ja eben schon ganz kurz Statuseffekte angesprochen im Zusammenhang mit dem Zeichentool. Mit dem Zeichentool, beziehungsweise gerade mit dem Texttool. Das funktioniert tatsächlich nochmal hier besser, wenn wir nämlich auf dieses Symbol hier unten gehen. Dann können wir nämlich unserem Charakter, unserem Token, mit bestimmten Markern versehen. Oh, das können wir auch selber machen. Das musst nicht du machen. Ja, das könnt ihr auch selber machen. Oh. Zum Beispiel eine bestimmte Farbe. Ich möchte gerne die Schnecke für Antavio. Diese vorgefertigten Antavio können wir nicht verändern. Ah, das kann ich nur bei meinem das eigenen. Das kannst du nur bei deinem eigenen Token. Schade, okay. Aber sagen wir jetzt zum Beispiel, jemand hat Shield of Faith auf uns gecastet. Also ein Schutzzauber. Und dann nehmen wir einfach dieses schöne, ja, so ein Blitzschild hier, Symbol, hauen das hier mit hin. Und das erscheint dann oben in unserer Token-Ecke, sodass wir daran erinnert werden und alle anderen auch sehen können, ob da gerade ein Effekt drauf liegt. Ihr könnt beliebig viele Effekte drauflegen. Die aber irgendwann wird es unübersichtlich. So. Die kann man jetzt nicht mehr. Genau, die kann man dann nicht mehr so gut sehen. Da muss man eigentlich reinzoomen. So, aber zum Beispiel, ihr seid vergiftet. Zack, haut ihr noch den Poison-Effekt dazu.
Oder ihr habt oder ihr seid traurig. Wow. Ja. Auf jeden Fall auch sehr spannend. Können eben auch mit dem Linksklick einfach wieder von euch entfernt werden. Das machen wir mit wieder mit dem Linksklick? Ja. Einfach. Einfach Linksklick drauf und wieder weg. Gut, super. Gar kein Problem. So, zum Beispiel hier. Bob ist geslowed. Ja. Oder Bob macht Death Saving Throws. Ja. Oder Bob. Was macht das Zahnrad da? Das Zahnrad gibt euch nochmal zusätzlich ein Fenster, was jetzt aufploppt. Zack. Und da könnt ihr nochmal ganz andere Sachen mit einstellen. Einerseits habt ihr hier die Möglichkeit, eine Aura um euch rumzuziehen. Oh, cool. Um quasi zu sehen, wenn ihr zum Beispiel einen magischen Effekt anhabt. Ihr seid zum Beispiel ein Cleric. Wir gehen jetzt übrigens immer einfach von D&D 5e aus, weil das System ist, was wir am meisten spielen. Wenn ihr zum Beispiel ein Cleric seid, der Spirit Guardians anmacht, die ja in einem 15 Fuß Radius um euch rum funktionieren. Machen wir mal hier in hellblau. Und geben hier einfach als Aura 1 15 Fuß ein. Zack. Und dann speichern wir das. Ja. Und dann seht ihr, dass automatisch um euren Charakter eine Aura angezeigt wird, die euch genau zeigt, welche eurer Gegner davon betroffen werden oder eben nicht. Und in dem Fall sehen wir, Larry würde davon betroffen werden, wenn er ein Gegner wäre. Und ja, was ansonsten noch? Was ist? Man wird bei unseren Online-Spielrunden genau sehen, an welcher Stelle wir dieses Tutorial aufgenommen haben, weil ich plötzlich alle Funktionen benutzen kann, weil sie fragen, oh, woher kann Ria das jetzt plötzlich? Ja. Ja. Außerdem könnt ihr, wenn ihr das nicht in eurem Charakterbogen macht oder so, also wenn ihr einen externen Charakterbogen oder sowas habt, könnt ihr hier oben bei eurem Token einfach Werte eintragen. So, wie zum Beispiel eure Hitpoints, eure aktuellen. Sagen wir mal, Bob hat jetzt 50 Hitpoints. Dann stehen die da oben einfach drin. Und wenn er jetzt Schaden kriegt, dann könnt ihr einfach hier draufklicken und sagen wir mal, er kriegt 8 Punkte Schaden, dann gebt ihr hier oben einfach minus 8 ein und automatisch wird das Ganze angepasst. Das ist vor allem praktisch, wenn man als DM Monster tracken will. Dann hat man nämlich immer einfach den Token, den man anklickt, und man sieht direkt, so und so viele Hitpoints hat der noch und so weiter und so fort. Meine entscheidende Frage jetzt als Spielerin, sehen das die anderen, wenn ich das benutze und eintrage? Weil das ist ja dann auch so eine Spielfrage, ob der DM das zulässt, dass die das sehen dürfen, wie viele Hitpoints ich noch habe. Soweit ich weiß, kannst du das immer nur selber sehen. Weil wir können jetzt nur unseren eigenen Token anklicken, aber weil wir über die Kontrolle haben. Aber zum Beispiel Larry kann ich nicht anklicken, Antavio auch nicht und die Monster dann auch nicht. Nur als DM kann man natürlich alles sehen. Wie mache ich die Aura wieder weg? Die Aura macht man einfach wieder weg, indem man hier reingeht und dann den Wert auf 0 setzt. Und dann ist die Aura. Ah ne, dann ist die Aura immer noch da. Vielleicht indem man es wegmacht einfach. Ha. Ja. Also auf 0 heißt nur, dass ihr euren eigenen Charakter noch mit drin habt. Aber warum sollte man Nuller auch eingeben? Ist ja egal. Aber gerade praktisch ist sowas zum Beispiel für einen Paladin, der ja die 10-Fuß-Auras hat, die permanenten. Und, Auren. Auren. Oder? Ja. Ich denke auch Auren, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Auras ist es nur, wenn es als Name funktioniert. Also wenn Aura sich klont. Aura sich geklont hat. Dann gibt es 2 Auras. Dann gibt es, okay. Und die können beide mehrere Auren haben. Ja. Ich benutze ganz gerne das grüne Fenster, also den grünen Marker hier oben noch, um zum Beispiel die Armor-Class von Gegnern einzutragen. Dann muss ich auch die nicht in den Sets nachgucken. Aber wir haben ja hier unten auch noch die Möglichkeit, von vornherein quasi einzustellen, wie viel wir überhaupt haben oder insgesamt haben können. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Bob hat maximal 50 Hitpoints, zack, und aktuell 42, dann wird einerseits hier oben angezeigt, wie viel Hitpoints er insgesamt noch hat, und man kann so eine kleine Lebensleiste. Die wird jetzt, soweit ich weiß, auch von anderen Spielern gesehen. Die kann man auch, glaube ich, sehen. Die ist aber völlig unabhängig von den Kreisen, die da drüber sind, theoretisch.
als Funktion. Die ist nicht gekoppelt an den Kreis. Doch, das ist ganz genau der Kreis. Also okay. Es stellt den das heißt, Wert an. Wenn du jetzt bei der 42 in dem Kreis was änderst, genau, wenn ich du jetzt machst jetzt minus 5, zack, dann springt die auch automatisch auf 37. Ah. So. Wenn wir jetzt Bob heilen wollen, dann müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht überheilt, auch wenn ihr mehr Punkte kriegen würdet, die euch dann über eure Max-Hitpoints quasi bringen würden. Das registriert das Tool nämlich nicht so richtig. Sondern wenn ihr jetzt plus 15 eingebt, dann erscheint hier doch 52 von 50. Und dann müsst ihr hier händisch einfach wieder auf 50 zurück, wenn ihr voll seid. Beziehungsweise einfach von vornherein den Schaden oder die Heilung schon so weit reduzieren. Gebt einfach ein, dass ihr voll Punkte habt. So und so. So sieht's aus. Cool. Zack. 50 von 50 Hitpoints. Der Bob. Für alle sichtbar. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ist das dann für alle sichtbar. Ja. Zumindest diese Leiste. Als nächstes auf meiner Liste ist, welche Kontrolle habe ich über meinen Charakter im Spiel und kann ich auf Roll 20 würfeln? Ich glaube, das mit dem Würfeln... haben wir schon beantwortet. Also bleibt die Frage, welche Kontrolle habe ich über meinen Charakter im Spiel? Eigentlich lässt sich das mit dem zusammenfassen, was wir gerade schon alles gesagt haben. Denn damit... eigentlich war es das. So, ich meine, viel mehr Tools braucht man ja auch nicht, aber man kann ihn eben bewegen, man kann die Statuseffekte selber einstellen, man kann die Auren um den Charakter rummachen und man kann tatsächlich auch einfach selber, das habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen, selber aussuchen, was man für einen Token verwenden will. Also sich quasi ein anderes Bild hochladen dafür. Genau, man kann das nämlich zum Beispiel den Avatar einfach entfernen und dann kann man hier Click to Upload einfach ein anderes Bild mit reinnehmen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil dann sieht man zu viel von meinem Rechnerinhalt. Aber jetzt gehen wir einfach auf Cancel und dann ist Bob wieder so, wie er war. Cooler Typ. Nur ohne Bild. Aber hier ist der Token immer noch gleich. Gut. Dann kommen wir zu den Funktionen der Seitenleiste. Die sind hier als letzter Punkt aufgeführt. Ja, dann springen wir mal von der Battlemap, von der linken Grünstar auf die Seitenleiste. Für den Chat. Sieht man hier dieses kleine Tutorial quasi oder diese Tipps zum Chat. Nämlich einerseits, wie man würfeln kann im Chat über eingegebene Kommandos. Zum Beispiel sage ich jetzt Roll 1d20. Zack, eine 9. Ja, warte. Eine 15. Ja gut, ihr seht, haptische Würfel funktionieren besser. Aber das liegt nicht an Roll 20, das liegt an mir. Außerdem könnt ihr einem Spieler oder einer bestimmten Spielerin oder dem DM auch Nachrichten speziell zuflüstern, die dann nur im Chat gesehen werden von der jeweiligen Person und nicht von allen gleichzeitig. So. Wenn ihr zum Beispiel eine bestimmte Frage zu eurem Background habt, die jetzt oder wenn der DM an euch oder die DM an euch eine Information weitergibt, die die anderen Spieler nicht hören sollen. Das kommt tatsächlich häufiger vor, als man denkt. Zum Beispiel, wenn Leuten im Spiel einfällt, dass sie ja diesen bestimmten Background haben, wo sie eine Information bekommen haben und ihnen dann im Spiel einfällt, hey, das könnte doch verknüpft sein mit dem, was gerade passiert. Ja. Rein fiktives Beispiel. Mhm. Dafür ist dann so ein Chat praktisch. Dafür ist der Chat praktisch. Außerdem haben wir jenseits des Chats, also in dem man schreiben und würfeln kann, haben wir hier das Notizbuch. Oh. In dem Notizbuch gibt es eine Übersicht über die Charaktere. Wir haben unseren Beispielcharakter, den ich extra vorher erstellt habe. Ich bin stolz auf dich. Bob. Und ihr seht, dass Bob hier dieses kleine W20-Schau-Symbol hat. Und das ist auch sein Token auf der Map. Und das ist unser Token, den wir kontrollieren können. Und wenn wir jetzt mal auf Bob draufklicken, dann sehen wir die Übersicht über Bob, die Bio und Info. Bob hat noch keine Bio. Die könnten wir aber einfach, wenn wir hier auf Bearbeiten klicken, zack, dazu schreiben. Hm. Bob ist ein cooler Typ. So, speichern.
das steht das da direkt dabei. Außerdem können wir hierüber unser Character Sheet einsehen. Wenn wir es verknüpft haben. Nein. Einfach so. Also einfach wir so. Jetzt, wir können jetzt unser Character Sheet einsehen und wir können in diesem, in Roll20 selber ein Character Sheet erstellen. Ja, aber das muss ja passiert sein. Das muss ja passiert sein, aber ich dachte, ich mache das mal noch nicht, dann können wir nämlich zeigen, wie man das macht. Ja, cool. So. Man kann nämlich entweder ein NSC erstellen, der dann über weniger verschiedene Attribute verfügt, also nicht ganz so umfangreich. Ja, aber es ist ja für die Spiele genau. nicht relevant. Aber ich will es nur erzählen, weil es da jetzt gerade steht. Wir können den Charakterbogen direkt bearbeiten, das heißt, wir haben einfach nur den offenen Charakterbogen und können das ausfüllen, wie wir wollen. Oder wir können den Charactermancer benutzen, das heißt, das integrierte Charakter-Building-Tool von Roll20, wovon Ria noch nie gehört hat. Ja, ich sitze hier und denke mir so, ach, ich lerne spannende Sachen dazu. Ja. Okay. Ja, wir benutzen zum Charakter erstellen ein anderes Tool, zu dem wir auch noch definitiv mal kommen werden. Aber hier gibt es eben auch den Charactermancer und den, zeige ich mal ganz kurz. So. Das Problem am Charactermancer ist, was immer bei so Online-Character-Bildern eigentlich der Fall ist, man kann eben nur das benutzen, was man im Compendium freigeschaltet, beziehungsweise in diesem Fall dann auch gekauft hat. Das heißt, hier haben wir jetzt, glaube ich, nur die Grundregeln, also die Basic Rules. Ja, genau. Also Dragonborn, Dwarf, Elf, Gnome, Half-Elf, Half-Orc, Halfling. Bob ist ein Dragonborn. Human, Tiefling. Bob ist ein Dragonborn. Bob ist ein Dragonborn. Okay, dann ist Bob ein Dragonborn. Dann wird hier direkt angezeigt, was man als Dragonborn so kriegt. Und das wird dann alles auch schön entspannt in das in den Charakterbogen übernommen. Sodass man dieses ganze Mathematik-Krams und das Ausrechnen, wie viel Boni man jetzt irgendwie überall noch so kriegt. Also das, was mega nervt bei der Charaktererstellung. Das, was bei der Charaktererstellung einen so ein bisschen aufhält und was einen dazu führt, 5 Notizzettel zu machen, das kann man sich alles sparen. Sondern das kann man hier eben alles nach und nach einstellen. Dann geht man auf die Klasse, man wählt die Klasse aus. Was ist Bob für eine Klasse? Bob ist ein Barbarian. Ein Barbarian, na klar. So. Man kann eben hier an der Seite alles auswählen, was man eventuell noch dazu kriegt. Das heißt, welche Skills man geübt haben will und so weiter und so fort. Und so zieht sich das dann über die Fähigkeiten, Hintergrund, Ausrüstung, Zauber, Talente und Biografie. Und so weiter. Das machen wir jetzt aber mal nicht fertig, weil das würde, glaube ich, zu lange dauern. Kann man auch nochmal ein separates Video machen, obwohl es sich wahrscheinlich gar nicht lohnt, weil das sehr, sehr selbsterklärend ist, so wie es hier ist. Und wir können uns hier eine Kurzübersicht angucken. Beziehungsweise hier gibt es nochmal Sachen, die ihr jenseits vom Character Sheet noch dazu einstellen könnt. Ah. Das heißt, ich kann quasi über den Chat jetzt automatisch einen Wurf machen. Sehe ich das gerade richtig? Das Schöne an diesem Character Sheet ist, wenn man das Character Sheet aufgerufen hat. Ich befürchte, du musst es erst fertig machen. Ich muss es erst fertig machen, bevor das funktioniert. Aber zeig doch mal, wie das in Theorie funktionieren würde. Also in Theorie hätte ich dann wenn ich mein Character Sheet hier fertig gemacht habe, zum Beispiel kann man das ja rausschneiden, weil es zu lange dauert. Benutzer definiert. Stärke 23, Geschicklichkeit 5, Konstitution 10, Intelligenz 4, Weisheit 13 und Charisma 16. Hat er. Okay. Dann können wir den Hintergrund einstellen. Zack. Akolyt. Geht nur Akolyt. Ist okay. Abyssal und Celestial. So. Die lassen wir hier. Wurf, 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 Wurf. Ausrüstung. Ploppgeräusche. Ja, es macht Ploppgeräusche, weil jetzt im Chat Sachen gekommen sind. Deswegen macht es Ploppgeräusche. Aber ich glaube, unsere Zuschauenden können die Ploppgeräusche nicht hören. Aber vielleicht doch. Klassenausrüstung. Ja, ja. Also du weißt, was du da tust. Nein, Zauber brauche ich nicht. Das ist ja witzig. Was habe ich jetzt verpasst?
wenn man auf Zauber geht, aber keine Zauber wählen kann, steht da nur, das Arkane ist für dich ein Mysterium. Talente brauchen wir auch nicht. Bio überprüfen. Ja, nehmen wir alles. Ja, Änderung übernehmen. Zack. Charakter wird erstellt. So, jetzt haben wir hier einen vollständig erstellten, perfekten Charakter. Minus 3 auf Initiative. Ja. Ja. Der funktioniert und mit dem wir ganz tolle Sachen machen können, nämlich... Würfeln. Nämlich würfeln. Wenn wir jetzt nämlich einfach hier in diesen Character Sheet auf zum Beispiel einen Angriff... Was habe ich denn für Waffen ausgewählt? Einen Angriff mit unserer Barbaren mit einem Dolch machen wollen, dann klicken wir einfach auf den Dagger hier und es wird automatisch gewürfelt und der Schaden wird sogar automatisch mitgewürfelt. Krasser Scheiß. Geht deutlich schneller, als wenn man das einzeln händisch würfelt. Ne? Das stimmt. Außerdem würfelt Roll20 automatisch mit Vorteil. Wenn. Immer. Roll20 würfelt automatisch immer mit Vorteil. Das heißt, wenn ihr quasi normal würfeln wollt, dann nehmt ihr immer die erste Zahl, die da liegt. Ja. Oder ihr nehmt eben für Vorteil und Nachteil. Man könnte auch sagen, Roll20 würfelt automatisch mit Nachteil. Das könnte man auch sagen. Also, das wäre ja ein pessimistische Welt. Oder man sagt einfach neutral, Roll20 würfelt automatisch zweimal. Und dann. Aber ich meine, aber ist ja gar nicht frustig, weißt du? Also, wenn ich dann das erste sehe und dann so denke, ja, hätte ich jetzt mit Vorteil gehabt, dann hätte ich das viel bessere. Das ist schon ein bisschen frustig. Ja. Aber guck mal, wie gut der auf Arcana gewürfelt hat, obwohl er da minus 3 hat. Eure Attributsboni und Skillboni und so weiter, die werden dann natürlich dann direkt mit eingerechnet. Nicht so schlecht. Das heißt, ihr müsst gar nicht irgendwie groß rechnen oder sowas. Ihr könnt einfach nur in das Character Sheet reinklicken und dann habt ihr das. Das Fenster hier, das könnt ihr euch bewegen, wie ihr wollt. Und wenn ihr euch das mal aus dieser Ansicht hier überhaupt rausnehmen wollt, dann könnt ihr einfach auf das Ding hier klicken und dann wird das als separates Browserfenster geöffnet. So, dann könnt ihr das sogar unabhängig davon minimieren oder euch das als geteilten Bildschirm einrichten oder was auch immer, wie euch das für die Spielübersicht am besten zuträglich ist. Wenn ich das jetzt mache, ich glaube, dann verschwindet es einfach, weil ich glaube ich nur das eine Browserfenster aufnehmen kann über das Programm. Ich guck mal. Ist es weg? Ja. Ja. Bei mir schon. Habe ich mir gedacht. So, mache ich wieder zu. Zack. So viel zum Character Sheet. Cool. Aber erzähl erstmal den Chat weiter. Was gibt's da noch? Also hier oben, es ist ja nicht nur der Chat, also der Chat ist ja nur ein Fenster, ja, von dieser Seitenleiste. Dieses Seitenteil. Dann gibt es noch das Compendium. Das Compendium ist prinzipiell euer Regelbuch oder sowas. Hier könnt ihr zum Beispiel Suchbegriffe eingeben und dann zeigt es euch die Regeln, die Zauber, die Items oder Backgrounds oder Klassen oder Waffen oder was auch immer ihr gerade gesucht habt, zeigt ihr euch an und gibt euch dafür die ordentlichen Regeln. Natürlich nur, wenn ihr die vorher freigeschaltet, also gekauft habt. Ja. Oder wenn euer DM die gekauft hat und dann für euch quasi in der Kampagne freigeschaltet hat zum Benutzen. Zur Ansicht. Aber das hängt immer davon ab, wie sehr man sich auf ein Tool stürzen möchte. Manche Leute benutzen halt D&D Beyond, um das ganze Compendium dann freizuschalten und haben da noch eine Kampagne, dann habt ihr halt zwei verschiedene Fenster offen, weil D&D Beyond, wenn ich das richtig im Kopf habe, bisher keine Online-Zusammenfindungs- also keine Battlemap-Ansicht oder sowas anbietet. Aber da kann ich mich auch täuschen, weil die entwickeln sich ja auch dauernd weiter. Ja, hängt davon ab, wann ihr das Video guckt. Ja, das hängt davon wahrscheinlich ab. Auf jeden Fall, Compendium. Ja. Das nächste ist Musik. Musik, das die funktioniert Jukebox. Immer super bei uns. Ja, die hat manchmal Bugs gehabt, aber ich glaube, das ist inzwischen auch ordentlich gefixt worden. Wird hauptsächlich relevant sein, wenn wir nochmal das DM-Video machen, weil hier der DM oder die DM eben Musik-Playlists hat,
die angemacht werden können. Und als Spielende kann man sich einfach nur hier einstellen, wie laut man das haben möchte. So in der Regel ein bisschen leiser als das, wie ich es gerne hätte. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen, wenn man mehrere Fenster offen hat, dass die Musik über Roll20 nicht über alles andere drüber geht. Wir hatten da manchmal Probleme mit ein paar Video-Chat-Programmen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das ist auch schon wieder ein paar Monate her. Das kann auch gut sein, dass sie es gefixt haben. Aber wenn es irgendein Problem mit dem Ton bei euch geben sollte, dann kann es manchmal sein, weil eben über diesen Kanal von Roll20, auch wenn da gerade nichts abgespielt wird, trotzdem der Ton abgegriffen wird sozusagen. Jawohl. Das so als technischer Hilfehinweis an dieser Stelle. Dann gibt es noch die Sammlung. In der Sammlung gibt es noch mal so ein paar Sondergeschichten, die ihr machen könnt. Nämlich zum Beispiel könnt ihr Zufallstabellen einfügen. Ihr könnt ein Kartenspiel quasi mit benutzen im Spiel. Wenn ihr zum Beispiel eine random Karte ziehen müsst fürs Deck of Many Things oder für oder fürs Deck of Illusions oder sowas zum Beispiel. Und man kann ein paar Makros, also Chatbefehle hier sich anschauen oder auch hinzufügen. Genau, eine Sache habe ich tatsächlich hier beim Notizbuch noch vergessen, beziehungsweise bei Journal, wie es im Englischen heißt. Nämlich gibt es hier, uns werden gerade nur die Charaktere angezeigt, allerdings gibt es auch so Notizen und Dokumente. Ah. Zum Beispiel, oder Handouts, so werden sie genannt. Wenn nämlich euer DM oder sowas eine geheime Notiz für euch hat und euch die quasi in euer Inventar legen möchte oder ihr einen Brief findet oder sowas, dann kann der einfach hier in dem Journal freigeschaltet werden und auftauchen. Und als DM hat man dann die Fähigkeit zu entscheiden, welchem Charakter das geteilt werden soll. Und die können das hier jederzeit mit anklicken und nochmal lesen und sowas. Wenn man sich für dieses Tool entscheidet, kann man es also als rundum glückliches Paket benutzen. Wir benutzen es aktuell nicht dafür, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Eine Sache würde ich hier noch machen, nämlich die Einstellung. Fair, ja. Und so. Weil es da nochmal ein paar wichtige Sachen gibt, die wir noch, über die wir noch reden sollten. Man kann eben einmal den Lautstärkeregler, wie laut man insgesamt alles hört. W20 Show, unseren deinen Avatar-Namen quasi, der taucht auch hier unten auf. Und viele, viele verschiedene andere Sachen. Man kann den das Charakterfenster kann man von Anfang an schon extern haben. Es gibt erweiterte Tastenkombinationen, also Schnelltasten, die ich jetzt nicht alle im Kopf habe, aber wenn ihr euch mit sowas beschäftigen wollt, dafür gibt es auch hier die Möglichkeit. Chat-Hinweistöne, erweiterte Würfelfunktion, ihr könnt 3D-Würfel aktivieren, dann seht ihr tatsächlich einen 3D-animierten Würfel, der einmal über die Battlemap rollt, wenn ihr würfelt. Bisschen haptisches Feeling beim Online-Spielen. Genau. Also. Zack. Ha. Das soll jetzt eine 2 sein, ne? Das ist jetzt eine 2, ja. Spannend. Wenn man, wenn man den 3D-Würfel hier nicht so gut lesen kann wie bei einem D4, ja, dann sieht man es im Chat. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt mit dem D4 auch ein blödes Beispiel. Ja, tatsächlich, war ein bisschen dumm von mir. Aber so bin ich halt. Ansonsten, ja, man kann auch automatisches 3D-Würfeln, aber so hat man eben noch diesen kurzen Bildschirm, wo man einmal zieht und dann loslässt, um so ein bisschen zumindest das haptische Würfelergebnis zu haben. Erlebnis meine ich, nicht Ergebnis, aber Ergebnis auch. Chat-Avatar, dass der hier, dass man im Chat quasi den eigenen, dass der Avatar angezeigt wird. Und noch ein paar andere Dinge, die relevant werden, wenn das hier wirklich euer einziges Tool sein soll. Viele Leute verwenden ja externe Tools, um sich dann zu treffen, wie zum Beispiel Skype oder Zoom. Um die Calls zu machen, um Sprache und Bild der anderen der Mitspielenden zu sehen. Aber man kann das auch alles über Roll20 machen, indem man Roll20 quasi die Mikrofon und eine Kamera zuordnet und dann einstellt, was man an andere übertragen möchte. Und das funktioniert auch, soweit die Erfahrung ist, die ich gemacht habe, funktioniert das ziemlich gut. Dann taucht nämlich hier unten auf der Battle Map nicht nur der Name auf, sondern dann sieht man auch noch so ein kleines Fenster und da drin ist man dann selber, also mit seinem Gesicht
zu sehen und man hat eben über Roll20, über die Website auch noch den Ton, den Chat, also die Stimmen der anderen Mitspielenden und auch die Musik und alles so oder so mit auf dem Ohr, kann sich das hier irgendwie alles einigermaßen abmischen. Und rundum Sorglos-Paket, sage ich doch. Ja, wie du schon gesagt hast. Also, wenn ihr online D&D spielen wollt, könnt ihr mit, braucht ihr eigentlich nichts anderes als Roll20. Theoretisch. Gerade wenn man sich Gruppen über Roll20 sucht und mit denen spielt, kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich häufiger benutzt werden würde jetzt als andere Chatprogramme. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Genau, aber so viel zu den Einstellungen. Ja. Achso, wenn ihr Einstellungen verändert, müsst ihr hier unten euch einmal neu verbinden, damit er das auch übernimmt, weil sonst kann es sein, dass ihr quasi hier am Bild und Ton rumdoktort und sich keine Änderungen breit macht. Die passiert erst, wenn ihr die Seite aktualisiert. Aber so viel erstmal dazu. Und ihr könnt hier oben das Spiel verlassen bei der Einstellung. Auch eine wichtige Funktion. Wenn man einfach abhauen möchte. Ja, oder wenn man einfach fertig ist. Man muss ja nicht immer so viel Negativität unterstellen. Fair. Ist ja nicht so, dass... Also ich schließe einfach mal das Browserfenster, aber... Ja. Ist okay. Wahrscheinlich auch nicht gut. Bosse, hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen zu Roll20, was wir jetzt gerade noch nicht besprochen haben, was du unbedingt noch loswerden möchtest an Funktionen den Leuten mitgeben? Was ich so richtig loswerden möchte, jetzt nicht. Ich glaube nur, dass es ein ziemlich cooles Tool ist. Ich freue mich drauf, wenn wir das erzählen, was man als DM noch so machen kann. Das wird nämlich nochmal um einiges umfangreicher. Und ich finde, das, was man als Spieler oder Spielerin machen kann, ist schon ziemlich, ziemlich cool. Einfach mit den Zeichnungen, dass man dieses interaktive Spielfeld hat, was sehr, sehr gut funktioniert und funktionieren kann mit den Tauge, mit der Tauge-Bewegung, mit den Monstern und so weiter. Und dass das Gefühl von haptischen Minis natürlich immer noch ein bisschen was anderes ist, aber wenn man nicht die Möglichkeit hat, eben vor Ort mit einer Gruppe am Tisch zu spielen, wie jetzt zum Beispiel im Moment das vielerorts der Fall ist, dann kann ich Roll20 sehr, sehr guten Gewissens empfehlen. Ja, auch wenn man mit Leuten spielt, jetzt unabhängig von gesundheitlichen Gründen nicht miteinander am Tisch zu sitzen, kann es ja auch einfach die Entfernung sein, weil man mit Leuten aus Köln oder Speyer oder so. Oder vielleicht auch im Ausland. Oder ja, auch das ist möglich. Das ist alles möglich. Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alle Funktionen so ganz gut abgehakt, die man so als spielende Person kennen sollte bei Roll20. Mhm. Und ich würde sagen, die Spielleitungssicht machen wir dann in einem der nächsten Online-Tool-Proficiencies. Mal sehen, wann das kommt. Damit ihr das mitbekommt, abonniert doch den Kanal, klickt auf die Glocke und schreibt uns einen Kommentar dazu, ob ihr das Format mögt, was ihr gerne noch sehen würdet an Online-Tools, die ihr von uns erklärt haben möchtet. Ob ihr sagt, boah, die labern viel zu viel oder wir hätten viel lieber ganz kurze Informationen oder hey, labert doch noch ein bisschen mehr, weil wir hören euch so gerne zu dabei, wie ihr Blödsinn redet. Was auch immer, schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch gerne, Entschuldigung, da bin ich da kurz reingeredet. Ja. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr Roll20 benutzt, ob ihr alle Funktionen, die wir vorgestellt haben, bereits kanntet. Denn wir haben ja schon festgestellt, es gibt Spieler und Spielerinnen, bei denen das nicht der Fall ist, obwohl sie Roll20 vielleicht schon seit Jahren benutzen. Soll es geben, habe ich gehört. Ja. Ob ihr das benutzt oder ob ihr was anderes benutzt und was ihr benutzt. Gut. Entschuldigung. Alles gut. Bosse kann nicht die Abmod an jemand anderen abgeben. Nein. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz schnell ganz viel Spaß im Multiverse. Macht's gut und wir sehen uns bei Teil 2 von Roll20 oder auch vielleicht bei einem anderen Online-Tool. Bis dann!